Hey Freunde, diese Hitze. Aber gut, wir reißen uns jetzt noch einmal zusammen und zocken Garry's Mod mal eben durch, während ich mit den Füßen ein kleines Eis für euch vorbereite, das ihr am Ende bekommt. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Sorry, ich wollte euch nicht anlügen und euch Glücksgefühle in den Bauch pumpen oder irgendwo hin. So, im letzten Part sind wir hier irgendwo stehen geblieben. Wahrscheinlich ist das jetzt eh arschkalt, wenn der Part wieder online kommt. Warum ist das so warm hier? Irgendwie ist das in diesem Bereich so warm und hier ist es. Achso, ich habe meinen Ventilator an und der hustet eigentlich nur den Rechner an. Hey. Okay, gut. Ich habe da so ein paar kleine Differenzen mit meinem Ventilator. So, ich habe im letzten Part da irgendetwas aktiviert. Und ja, dreimal dürft ihr jetzt raten, wohin wir müssen. Komm schon, ratet. Oder sagt mir eine Lösung, ich weiß nicht wohin. Vielleicht wieder durch die Höhle kriechen, ne? Doch hinten, hä? Vielleicht hat sich da was geöffnet, hä? Dieses Tor da, hä? Da war doch alles verbarrikadiert und ich habe versucht, da irgendwie irgendwo draufzusteigen. Wie ein kleines, betrunkenes Äffchen. Aber dieses Mal gehen wir einfach mitten durch die Tür. Mitten durch die Mitte. Und hauen diesen Monster da, was uns da verfolgt. Einfach mitten in die Fresse mit meiner mittleren Faust. Ich habe drei Fäuste und nicht die, die du denkst. Mit dir zusammen habe ich vier. Okay, Monster, verpiss du. Oh, fuck it! Oh Gott. Ich habe mich schon. Oh nein, 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 nein. Oh, bitte lass mich in Ruhe, bitte. Ich bin nur ein kleiner armer Hund. Oh. Ich bin raus hier. Okay, weg hier. Wow, ich schwebe. Wow, war das crazy, Mann. Sowas sieht man auch nur in Deutschland, ey. False America? Okay, ich dachte, ich sterbe. Mann, bin ich heute schreckhaft. Sei ruhig, sei ruhig, du stellst mir die Show. Gut, hey Freunde, ich bin wieder hier in der Haus. Und was geht bei euch so? Nichts? Was? Bei euch in Deutschland könnt ihr nicht reden. Was ist das für Scheiße? Ha? Bei uns sagt jeder auch, wenn du zu etwas Hallo sagst, alles sagt Hallo zu dir. Auch selbst dein Stuhlgang. Immer begrüßen, immer nicht begrüßen. Du machst erstmal, drehst dich um, sagst Hallo. Alles gut bei dir? Tut das. Das ist nett. Das ist die höfliche Art. Gut. Wo sind wir jetzt gelandet? Hier sieht es richtig aus. Hier ist immer eine Schaufel. Hat sich da gerade etwas bewegt? Ich war mir unsicher, aber ich habe gehört, dass sich hier etwas bewegt hat. Eine Kiste. Ja, eine Kiste. Es klang nach einer Kiste, die bewegt wurde. Heißt das, hier befindet sich etwas? Eine Maus, eine Riesenratte. Was zu essen. Und vielleicht hat sie ein bisschen Alkohol im Blut. Oh Mann. Der Alkoholi braucht Alkohol. Ah, was ist denn hier passiert? Geht. Ist bestimmt kein Alkohol. So, Ja, Ah. Oh. Prison Key. Ist das der. Was stand da? Ich war gerade abgelenkt. Ich wollte die Kiste bespringen. Was stand da? War das eine Falle? Oh nein. Habt ihr es gehört? Oh fuck. Okay, es hat uns gesehen. Es hat uns gesehen. Und uns wieder zugeblinzelt. Es hat zugemacht. Ich krieg dich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hoffe, ich bin dünn genug. Ich hoffe, ich bin dünn genug. Ah, ich hoffe, es hat sich gelohnt, ins Fitnessstudio zu gehen. Zwei Stunden. Okay, es schleicht hier rechts lang. Es schleicht hier rechts lang. Aber ich bin gar nicht da. Ich könnte es wieder weghauen. Aber das wäre viel zu langweilig. Verpacken. Ich meine, ich schaffe das ja eh. Puh. Geht es jetzt? Okay, es geht weg. Es geht weg. Ich muss aber ruhig sein. Nicht die Kette berühren. Nicht den Hammer fallen lassen. Nicht übers Seil stolpern. Okay, es hat nichts gehört. Oh fuck, es hat sowas von gehört. Es hat sowas von was gehört.
Ich bin nicht da, mein süßer kleiner Engel. Geh ruhig weiter in deine Kabine. Singt bitte mit, sonst habt ihr kein Holly mehr. Na da, hey! Ganz ruhig, Kiste. Ganz ruhig. Oh, das dreht sich wieder. Hey, nein! Okay, komm schon, verzieh dich! Geh da rüber! Verzieh dich! Komm schon! Komm schon! Da drüben, in den Nebel rein da. Okay, hier ist überall Nebel. Wo ist es? Oh, okay, okay. Es haut ab. Es haut ab. Es bleibt stehen. Es bleibt stehen. Es bleibt stehen. Es geht weiter, es geht weiter. Oh, dieser Arsch. Unglaublich. Sexy. Sexy. Ja. Mehr Erotik rein. Mehr Erotik. Und jetzt weg hier. Lauf, 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 lauf. Ich hoffe, es hat schlechte Augen. Ich hoffe, es hat schlechte Augen. Ich hoffe, es hat schlechte... Okay. Ich hoffe, hier sind wir sicher. So. Okay. Okay, nehmen wir hier die Zunderbüchse. Alles klar. Ich sollte die Tür schließen. Ja, mach schon die Tür schließen. Okay. Okay, auch nicht so laut sein. Keine Tischstühle hier durch die Gegend schieben. Du Idiot. Komm schon. Nichts, ne? Oh. Oh, oh. Hier passt es bestimmt rein. Zuerst schauen wir mal hier. Ist verschlossen. Oh nein, es kommt, es kommt, es kommt. Oh nein, es passt nicht. Oh Gott. Um Himmels Willen, wir sind am Arsch. Bitte komm nicht hier rein. Bitte geh nicht hier rein. Es ist links. Okay, es geht wieder. Oh, nicht hier rein, nicht hier rein. Ich will die Tür nicht schließen. Das lockt es bestimmt hierher. Knistern, Gary. Ist okay. Ich weiß, du drehst gerade ein bisschen durch, aber okay. Ist okay. Ist okay. Wir haben eine Kiste hier. Okay, Gary. Mit der Kiste können wir ein paar Mal aufs Maul hauen und dann ist es... raus hier. Okay, gut. Es geht wieder nach rechts, ne? Perfekt. 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 Oh, da ist die Zelle. Gut. Irgendwie... Es wurde bestimmt wieder geskriptet irgendwie. Okay, und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Ah, oh, gleich wird es mich wieder verfolgen. Ich sehe es schon. Ich ahne es. Ah. Ich mache mal den Booster eigentlich aus. So, weil es wird kalt. Nur die linke Seite wird irgendwie kalt. Das ist irgendwie, ätzend. So, Booster Heinrich. Okay, hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts. Dann gehen wir jetzt in den nächsten Abschnitt anscheinend. Wie viele Abschnitte gibt es? Haben wir es bald geschafft? Hallöchen, Engelsstatue, die ihr leider nicht sehen könnt. Ich habe keine Ahnung, warum die Ladebildschirme nicht mitgeschnitten werden. Check ich einfach nicht. Ha. Naja. In der Hauptstory hat es ja geklappt. Dann war ich bei Mr. Moore zu Hause. Und... Ach nee, der hat... Nein, 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 der hat's gerendert. Der hat auch eine Custom Story gezockt mit Cam. Dann habe ich bei ihm gesehen, hey, bei ihm werden die Ladebildschirme nicht mitgerendert. Und dann... habe ich bei mir geguckt und plötzlich waren die auch weg. Ohne Scheiß, Mann. Das ist voll crazy. So. Ja, tut mir leid, die Ladebildschirme sind langweilig und ich muss es ja irgendwie totquatschen, die Zeit, in der wir warten. Okay, es laggt ein bisschen, die Umgebung muss geladen werden. Ist wie im Real Life. Wenn man einen neuen Raum betritt, laggt es auch ja ein bisschen. Bei mir zumindest. So. Oh, da ist die Engelstatue. Jetzt könnt ihr sie sehen. Ha? Sexy, oder? Ist es dunkel hier? Hallo? Oh nein. Oh nein. Wir sind aber nicht mehr im Weinkeller. Im Weinkeller dürfte... Wein. Aber nicht hier. Oder ist es ein Weinkeller? Nein, das ist... Ah, ich kann es nicht nehmen. Das ist hier die Gefängniszelle. Oh Mann, die geht auf. Oh oh. Okay, Freunde, ich mache einen kleinen Schnitt und im nächsten Part machen wir weiter mit Gary's Dark Secret in der kleinen süßen Gefängniszelle. Ich bin gespannt, was wir dort erleben und ja, bis zum nächsten Mal.